Ja, schon wieder eine. Na, lustig. Das wird mir ja keinen Spaß machen, das Umgraben bei so viel Steinen. Ich grabe nicht um, Herr Nachbar. Dies hier. Dies hier ist eine Ausgrabung. Ja. Aha. Als ich die Frühkartoffeln gesetzt habe, da habe ich die ersten gefunden und dann wurden es immer mehr. Mehr oder was wurde immer mehr? Ja, lesen Sie denn keine Zeitung? Hier. Sensationeller Fund, Römerschatz im Gemüsegarten. Ja, lesen Sie auch mal den Rest da. Entpuppte sich als eine Reihe mehr oder weniger vollständig erhaltener römischer Vasen. Dr. Kurt Hinterhaupt, Direktor des Städtischen Museums gegenüber der Presse. Ein sensationeller Fund von unschätzbarem Wert. Ja, und was sagen Sie jetzt dazu? Habe ich gefunden hier. Das auch. Passt, ne? Ja, es könnte ein kaputter Blumentopf sein. Ach was. Wie erklären Sie sich denn dann zum Beispiel das hier? Ne? Was weiß ich, was das für ein altes Ding ist? Das werde ich schon noch rauskriegen. Ja. 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 Die Geschichte der Töpferkunst. Ja. Ja, sehr schön. Ja, diese Vasen hier und Töpfe sind ja nun schon uralt, tausende von Jahren. Aber man kann sehen, wie die Leute früher ausgesehen haben, da drauf. Ja. Toll. Hey, ich glaube, ich habe da einen bedeutenden Fund gemacht. Wo war er denn? Hier. Ja. Ja, Moment mal. Gleich haben wir es. Wenn man nun mal diesen... Ja, so. Und jetzt wollen wir das mal... Ja. So. Und zwei Henkel dran. Ja. Das ist es. Ja. Und was machen die Leute im Museum, wenn sie ihre Scherben zusammengeklebt haben und es fehlt was? Na, sie werden es ergänzen. Das kann ich doch auch. Ja. Und ich weiß auch schon wie. Nämlich mit Ton. Und wenn mich nicht alles täuscht, gibt es hier eine Menge davon. Ach. Entschuldigen Sie mal, gibt's hier Ton? Was glauben Sie, was das hier ist? Nein, eine Ziegelei, ne? Eine Ziegelei, hier wird vor allem mit Ton gearbeitet. Genau, sehen Sie, deswegen bin ich ja hier. Hier muss es doch jede Menge Ton geben, ne? Ja, gibt's auch. Haufenweise. Und wo wir schon mal hier sind, könnten wir uns doch ansehen, wie Ziegel gemacht werden, hm? Ja, da läuft der Ton, trocken und klumpig, erstmal in die Fabrik hinein. Wird zerkleinert und gewalzt. Wasser kommt dazu. Und dann läuft diese schöne, matschige Pampe in eine Presse hinein. So kommt sie da wieder raus. Das sollen Ziegel werden? Ein bisschen lang, ne? Aha, da kommt noch ein Muster drauf. Ja, aber irgendwie müsste man diese Wurst doch jetzt mal zerschneiden. Ah, da. Mit einem Draht. Sehr geschickt. Ja, jetzt sehen sie schon wie Ziegel aus. Nur noch ein bisschen wackelig. Jetzt werden sie erstmal trocknen müssen und dann geht's in den Ofen. Ja.
Erst wenn der Ton gebrannt ist, wird er hart und einigermaßen wasserdicht. Ein bisschen unhandlich, die Ofentür. Und jetzt wird geheizt. Kohlenstaub wird in den Ofen geblasen. Da ist er drin. Und wird verbrannt. Ja, das dauert etwas. Aber dann... sehen die Ziegel so aus. Hart und wetterfest. So kommen sie auf die Baustelle. Aber ich will doch kein Haus bauen, sondern nur eine römische Vase. Töpfe und Vasen brennen Sie hier nicht zufällig? Hm? Nein, wir brennen hier nur Ziegel. Wenn Sie eine Vase gebrannt haben wollen, dann müsste ich schon zum Töpfer gehen. Der hat den richtigen Ofen dafür. Ah ja. Ach, ist das da Ton? Ja, ja, es sind Reste. Hm? Wollen Sie die haben? Doch, können Sie gleich die ganze Wanne mitnehmen. Oh, ja. Danke. Ich kann mir schon denken, was es werden soll. Ihr auch? Ja, man kann Häuser auch einfach so aus Lehm bauen. Ohne gebrannte Ziegel. Das wissen sogar Tiere. Zum Beispiel diese seltsame Wespe. Die baut sich Häuschen aus Lehm oder Ton. Das ist ja dasselbe. Und sehr geschickt macht sie das. Hey, das ist interessant. Seht ihr das? Sie macht den Ton feucht mit Spucke und klebt ihn oben an die Kante. Ja, so wird der Rand immer höher. Den Trick muss ich mir merken. So werde ich meine römische Vase auch bauen. Jetzt noch eine Tülle obendran. Sieht wirklich aus wie eine kleine römische Amphore. Nur, das Loch ist ein bisschen klein, nicht? Da kommt die doch nie rein. Aber vielleicht will sie das auch gar nicht. Vielleicht will sie was drin aufheben. Alles klar. Sie legt ein Ei hinein. Später legt sie sicher noch was Leckeres zum Essen hinein, macht das Loch etwas kleiner und hat wunderschöne, wetterfeste Kinderzimmer. Und genau so mache ich meine Vase. So, zuerst muss man jetzt den Ton ein bisschen schlagen und kneten. Dann wird er geschmeidig, dann kann man damit arbeiten. Herr Lustig, sehen Sie mal, was ich in meinem Vorgarten gefunden habe. Ja. Hier, ein Topf aus der Römerzeit. Ja. Dann lesen Sie doch mal selbst. Römertopf? Ja. Ja, das ist ein Römertopf. So ein Ding zum Braten. Das können Sie in jedem Laden kaufen. Das stammt nicht aus der Römerzeit. Das ist ein Römertopf.
Na, lustig. Das kann ich einfach nicht glauben. Na, sehen Sie doch, hier. Römer, top. Ja. Die alten Römer konnten doch noch kein Deutsch. Ne? Klar. Ach, Sie backen Kuchen, ja? Wenn ich Sie jetzt bitten dürfte, ja, das Gelände hier ist bis auf Weiteres für die Öffentlichkeit gesperrt. Ja. Kuchen backen. Ich habe ganz was anderes vor. Ich mache es nämlich jetzt wie die Pillenwespe. Ich mache ein Tongefäß. Na, wollen wir das erstmal ein bisschen breit walzen? So. Das hier wird der Boden von einer Amphore. Da nehme ich mir mal die Reste hier gleich und mache Würstchen draus. Ganz einfach. Ein bisschen rollen. So. So. Dabei werden sie immer länger, das brauche ich auch, denn jetzt lege ich das mal hier so rum. Ja, passt auch. So. Na, nun geht's weiter. Noch ein Würstchen. Tja, ich habe den ganzen Garten abgesucht, aber andere Teile von dieser römischen Amphore habe ich nicht mehr gefunden. Naja, was fehlt, das kann man ja ergänzen, nicht? So wird's. Ja. Wunderbar. Passt genau. Hm? Was habe ich gesagt? Das hier oben ist der Teil einer echten römischen Amphore aus meinem Garten. Jawohl. Ein schönes Stück. Und mindestens genauso wertvoll wie die Vasen von diesem Herrn Dings da, Rübsam aus der Zeitung. Ja. Der Nachbar wird Augen machen. So, jetzt muss die Amphore erstmal trocknen. Und dann bringe ich sie zum Brennen in die Töpferei. Ich habe ja noch so viel Ton übrig. Da könnte ich mir doch, ja, da brauche ich mir doch einen Blumentopf draus. Ja, das mache ich. Moment mal, was denn das? Ist doch. Hey, Ton, hier geblieben. Das ist doch ein Ding. Wo ist denn? Da war doch eben noch der Ton. Ach. Ton, wo bist du? Das ist doch. Oh,
Ton, der hat's in sich. Also jedenfalls stecken in diesem Batzen nicht nur Töpfe und Vasen, sondern eine ganze Menge mehr. Das ist ja hochinteressant. Diese Ähnlichkeit sollte in seinem Garten vielleicht doch ein Schatz. Oh, Moment mal. Ah. Herr Lustig, Herr Lustig. Ich weiß genau, was Sie in dem Tuch haben. Sie brauchen gar nichts zu sagen. Ein wunderbarer Fund. Einfach großartig. Ja? Ja, Sie haben recht. Ich sollte vielleicht... Ja, ich werde hier ein kleines Museum eröffnen. Oh. Ja. Ich sehe die Schlagzeilen in der Zeitung schon so richtig vor mir. Museum Lustig, festlich eröffnet. Ja, und ein Foto drunter. Herr Lustig, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ich meine, ich habe mich ja schon immer für Ihre Arbeit interessiert. Ich wollte Sie fragen, darf ich auch mal in Ihrem Garten graben? In meinem Garten? Ja. Na ja, bitte, aber nur ausnahmsweise. Hm? Danke. Ist schon gut. Hier hat neulich eine Holländerin einen Laden aufgemacht mit allerhand Keramik. Ja, vielleicht kann die... Guten Tag. Guten Tag. Sind Sie eine Töpferei? Ja, das ist eine Keramikwerkstatt. Ja? Kann man da auch was brennen lassen? Ja. Aha. Schön, ich habe da nämlich etwas hier. Oh, schön. Haben Sie das selbst gemacht? Ja. Das heißt, das da oben nicht, das ist uralt. Ich habe nur den Rest dazugesetzt. Mhm. Das hier meinen Sie, diese Teekanntülle. Teekanntülle? Das ist mindestens 2000 Jahre Nein, alt oder das so. Nein, das ist eine ganz normale, gucken Sie mal, Teekanntülle. Das geht nicht zusammen, weil der ist schon gebrannt. Und das hier ist ungebrannt, sehen Sie? Das ist antik. Das ist ein Teekanntülle. Tut mir leid, das geht nicht. Aber Sie haben Glück, gucken Sie mal. Ich drehe gerade Kanne und vielleicht sind da noch Tülle. Und dann können wir mal gucken, ob die hier drauf passen. Ja. Und dann ist Ihre Amphore trotzdem noch schön und kann gebrannt werden. Wollen Sie mal mitkommen? Ja, ja, ja. Eine Teekanntülle. Und ich habe gedacht, das... So, dann wollen wir mal gucken, ob da eine Tülle ist, der drauf passt. Hm, das könnte vielleicht klappen. Meinen Sie, die kleine? Ja, die kleinere. Mhm. So, jetzt muss ich das... ein bisschen aushöhlen. Und dann muss ich es verbinden.
Ist das da ein Klebstoff? Nee, das ist Tonschlicker. Das ist also ganz dünn Ton, genau der gleiche, aus dem hier also all diese Kannen gemacht worden sind. Und man benutzt das eigentlich schon wie Klebstoff. Ne? Das stimmt, aber es ist eben Ton. Und dann drückt man das also so zusammen und dann hoffe ich, dass es gut geht. Warum soll das nicht klappen? Wissen Sie, diesen Ton ist noch feucht. Und Ihre Amphore ist ja schon getrocknet. Das heißt, das trocknet jetzt auch ganz unterschiedlich und dann gibt es beim Brennen ganz leichten Riss. Aber vielleicht haben Sie Glück. So, das muss jetzt 2 Tage trocknen und dann kann das mit in den Ofen rein. Das ist hinten. Wollen Sie mal mitkommen und gucken? Ja, gerne. So, Ihre Amphore kommt jetzt da hinten auf dem Brett zu den anderen Arbeiten. Die müssen auch noch ein bisschen trocknen. Und dann kommt das im Ofen rein. Ich zeige Ihnen mal den Ofen. Das ist ein elektrischer. Der wird dann vollgebaut und dann wird der Ofentür geschlossen, dann wird das angeschaltet und dann ist es im Ofen fast 1000 Grad. Interessant. Ja. Aber sind Sie ganz sicher, dass das nicht vielleicht doch, ich meine, von den alten Römern oder so? Sie glauben mir immer noch nicht. Ja. Ich zeige Ihnen mal, wie eine Teekanne gemacht wird. Kommen Sie mal mit. Mhm. Naja, das kenne ich doch. Das habe ich auch so gemacht. Der Ton muss erstmal weich geklopft werden. Hey, der dreht sich ja. Ja, das ist neu. Dann ist das wohl so eine Töpferscheibe. Naja, schön, es dreht sich, aber daraus wird doch nie eine Teekanne. Tatsache. Jetzt sieht man's. Daraus wird eine Teekanne. Und so geht's viel schneller und besser als mit meinen Lehmwürstchen. Naja, komplett ist sie ja noch nicht. Da fehlt auch noch diese, Tülle. Ja, richtig, zum Ausgießen. Wieder ein bisschen Lehmpampe dran. Ja, da ist eine andere Kanne, die hat schon ein Loch. Ja, passt. Noch etwas weich, der Henkel, aber das ist gut so, denn sonst könnte man ihn ja nicht so passend ankleben. Der ist auch auf der Töpferscheibe gemacht. So, jetzt muss die Kanne erstmal trocknen und kommt dann in den Brennofen. Neben meine römische Vase. Backstufe 3. So. An.
die Kanne da wieder rauskommt, ist sie eigentlich fertig, es sei denn, sie kriegt noch eine Glasur. Das macht sie schöner und noch wasserdichter. Damit muss die Kanne allerdings noch mal in den Ofen. Danach sieht sie so aus. Fertig. Meine Vase übrigens auch. Wiedersehen. Okay, tschüss, viel Spaß. Danke. Herr Lustig, da sind Sie ja endlich. Sehen Sie mal, was ich gefunden habe. Ein ganz altes Stück. Hier. Ach, Moment mal. Ja, passt. Das passt ja sehr gut zusammen. Da haben wir aber ein sehr schönes Stück gefunden für unser Museum. Ja, gefunden schon, aber wissen Sie, es ist nicht besonders alt. Hä? Nein. Die Vase hier, die ist eigentlich auch, ich habe sie selbst gemacht. Na, jetzt verkohlen Sie mich aber. Nee, die ist nur so rot, weil ich habe sie brennen lassen in der Töpferei. Töpferei? Ja. Museum Lustig. Trotzdem schönen Dank fürs Umgraben. Naja, ist doch wirklich nett von ihm, nicht? Dass er mir fast den ganzen Garten umgegraben hat. Ja, aber ich möchte auch noch was tun. Ich möchte auch noch ein bisschen graben. Es wäre aber langweilig, mir dabei zuzusehen. Also könntet ihr genauso gut abschalten. Ja. Ah. Tschüss.